Boah, ekelhaft, Alter. Boah, ekelhaft. Wie kann man so sein? Ekelhaft. Mir fällt nichts anderes dazu ein, außer ekelhaft. Herzlich willkommen bei Trash Course. Hier werden täglich mittlerweile sämtliche Trash-Formate auseinandergenommen mit den dazugehörigen Trash-Promis. Heute Folge 10 vom Sommerhaus mit den Voodoo-Puppen, den Erzengeln Alf und der Robbe. Tessa, Folge 10. What the fuck? Ich saß ja nur so da. Es wird wirklich immer schlimmer. Das Einzige, was mir noch Hoffnung gibt, ist, dass es bald vorbei ist. Weil selbst Chris, der Ruhe in Person, reicht es langsam. Er hat gesagt, meine Zündschnur wird immer kürzer. Ich kann auch gleich mal explodieren. Eva, es war an Eva gerichtet, wenn sie sich jetzt nicht zusammenreißt. Diana hat auch gleich Eva angesprochen, damit sie mal ein bisschen klarkommt irgendwie. Du, Eva, das Sommerhaus hier, das ist mein Leben. Also da würde ich mir mal überlegen, was in meinem Leben bisher so schiefgelaufen ist, wenn das dein Leben ist. Ja, nein. Dann, Eva, ich verstehe das, was wir hatten es auch in den Kommentaren unter unserem letzten Video, eine hitzige Diskussion. Oh. Ist Lisha denn jetzt noch wirklich real oder ist es nämlich genauso falsch, was sie abzieht, so wie sie das Eva unterstellt? Mhm. Dann sind natürlich auch, ja, Eva ist immer in der Opferrolle und da gab es einen Satz, da muss ich ein bisschen Recht geben, die dann auch sagt, so weißt du was, ich wurde früher gehänselt, ich wurde gemobbt. Und es ist alles auch nicht so leicht für mich. Ich dachte, ja komm Eva, also das ist halt jetzt, lass es bitte einfach stecken. Das ist so eine Mobbingkarte, die man immer noch mal ziehen kann und man dann denkt, man hat da irgendwie Mitleidspunkte. Aber wir kommen einfach eigentlich gleich zum Spiel, oder? Zum Spiel, ja. Lass direkt zum Spiel reintauchen. So richtig gecheckt habe ich es nicht. Die Frau war wieder irgendwo in der Höhe und musste eine Rechenaufgabe lösen. Und wenn die richtig ist, wird sie da runtergezogen und der Mann macht nichts unten. Ich muss zugeben, ich hatte auch meine Probleme mit der Rechenaufgabe. Wenn du dann noch da in der Höhe bist, wenn du Höhenangst hast, wie zum Beispiel auch Michaela. Oh ja, stimmt. Ach, Mann, Michaela musste schon wieder abbrechen. In der Historie dieser Staffel, hat Michaela schon mal ein Spiel fertig gemacht? Hattest du schon mal durchgezogen? Na, ein einziges in der Höhe mit den Karten, wo die das so abziehen mussten. Das hatten sie ja direkt gewonnen und haben sich ja gesaved. So, das war das einzige Spiel. Ansonsten Kälte, Dusche ist nicht ihr Ding. Höhe sowieso gar nicht. Schärfe, hör mir auf mit Schärfe. Kann man alles sein lassen. Genau, sie musste also wieder abbrechen. Also entschied es sich zwischen Eva und Caro. Und am Ende hat es Caro gemacht. Und dann gab es aber Stress. Sie haben sich so gefreut, endlich mal ein Spiel zu gewinnen. Und jetzt müssen sie jemandem den Schutz entziehen und haben beide auch noch sehr unterschiedliche Meinungen. Komplett unterschiedliche Meinungen. Aber Andreas sagt auch, du, es war Karo-Spiel, ich hatte da nichts zu beizutragen. Ist am Ende ihre Entscheidung. Komisch, irgendwie war es dann doch gar nicht ihre Entscheidung, hatte ich das Gefühl. Null. Sondern Andreas immer noch mal so wie so ein Papa, war immer nur so, du, es musst du wissen. Aber im Endeffekt, wir müssen hier ein bisschen taktisch vorgehen, ne? Andreas ist nur das Geld wichtig und Caro möchte sich nicht verkaufen. Jetzt ist aber die Frage, also ich meine, die werden Lisha und Lou eh nie wiedersehen. So, wem gibt man denn da jetzt recht? Weil ich bin ehrlich gesagt ein bisschen auf Andreas Seite. Die sind alle da, um das Geld zu bekommen. Und früher oder später werden sie sich die Messer in die Rücken rammen. Warum nicht einfach gleich damit anfangen? Du... das ist halt schwierig, wenn du wirklich seit 4 Wochen dort oft in diesem Haus sitzt. Klar sagen alle die ganze Zeit, auch Lisha und Lou, es ist ein fucking Spiel. Ja, von diesem Gesichtspunkt aus gebe ich Andreas komplett recht. Aber es haben sich ja nun mal wirklich Allianzen gebildet. Darüber haben wir jetzt schon 9 Folgen gesprochen. Es ist eigentlich alle gegen Eva. Michaela und der Diana und der Erzengel Michael, die sind immer noch so ein bisschen dazwischen. Dann hast du natürlich eine Verpflichtung. Und die denken ja auch, und zumindest Caro denkt so, fuck, wie kommen wir jetzt bei den Zuschauern an? Ich meine, die haben ja eh schon seit 9 Folgen ein verschobenes Bild, wie sie bei den Zuschauern ankommen, beziehungsweise wie Eva dargestellt wird. Und natürlich machst du dir dann auch über so eine Entscheidung Gedanken. Grundsätzlich gebe ich dir recht, man sieht sich nie wieder, aber dazu komme ich später nochmal. Oh, okay. Ja, also wie ihr es jetzt schon rausgehört habt, Caro hat gewonnen, sogar 30 Minuten vor Eva, fand ich übelst krass. Und dann große Entscheidung unter Tränen, wir entziehen
Lisha und Lou den Schutz. Für Lisha ist die Sache klar, ganz ehrlich. Von freundlichen Opfern gewechselt zu den größten Dreckhaufen. Mutiert. Das war sogar ihr Wort. Eva direkt, ey, geil, richtig krass, finde ich richtig gut. Andreas denkt sich, ja, es ist doch, wir haben doch nur entsaved. Und das sagt er auch, es ist ja eine komplette Diskussion entstanden. Voll. Michaela, also die Pharaos, auch komplett, was ist hier passiert? Das kann ja nicht wahr sein. Andreas immer noch chillt, schon wieder mit einem Rotwein oder irgendwas in der Hand. Leute, ich weiß gar nicht, warum sich hier alle aufregen. Wir haben ja noch niemanden rausgehauen. Es wurde einfach nur entsaved. Ja, aber ihr habt gesagt, ihr würdet sie niemals entsafen. Was? Habe ich gar nicht gesagt. Eine Diskussion, wirklich Halleluja, sage ich da. Lou hat es auch ganz klar auf den Punkt gebracht. Ja, gib einem Menschen Macht und er fickt dich. Und dann, wie soll es denn anders sein? Was soll man jetzt machen als Lee und Lucia? Genau. Was soll man jetzt machen als Lisha und Lou? Man kann ja nur eine Voodoo-Puppe basteln. Man kann ja keinem mehr vertrauen. Da muss man ja die höhere Macht ansprechen. Da haben sie ja irgend so eine creepy Puppe rausgeholt. Die Haare hier abgeschnitten. Das war noch so gestört. Iron noch dran geschrieben. Das war einfach nur richtig krank. Also das, wenn die wirklich dachten, das sorgt für Unterhaltung, nee, das ist einfach nur eine gestörte Scheiße. Und dann auch dieser Zusammenschnitt von ekelhaft, wollte ich schon direkt sagen, von RTL mit Lisha. Sie ist ja gefühlt 12 Stunden dann danach rumgerannt. Ekelhaft. Boah, ekelhaft, Alter. Boah, ekelhaft. Wie kann man so sein? Ekelhaft. Mir fällt nichts anderes dazu ein, außer ekelhaft. Weil ja wirklich, das war ja ihr einziges Wort, was sie noch für Caro und Andreas übrig hatte. Und dann spielen wir jetzt auch taktisch und sagen, gut, wir schmieren denen jetzt Honig ums Maul, wir blasen den Zucker in den Arsch, nur dass sie uns am nächsten Tag nicht wählen. Was die können, können wir schon lange. Ekelhaft. Einfach richtig ekelhaft. Aber das wird dann nämlich nicht gesehen. Und da hat sie aber ihre Rolle, ich sage jetzt mal, sie hat sie gut gespielt. Ich glaube aber auch, dass Caro einfach ein sehr einfaches Opfer für sowas ist, weil sie natürlich will, dass da Harmonie herrscht, weil es ihr natürlich leid hat. Sie hat ja auch geheult. Und klar findet sie es gut, wenn Lisha dann wieder ankommt. Ne? Und ich fand, also das fand ich so schlimm, irgendwie das zu sehen, wie sie da wirklich vor ihr, ach, komm mal her, und sie umarmt zuerst, ich nehme eure Entschuldigung an, alles gut. Und dann im Interview, ich spiele das jetzt so lange bis zur Nominierung, und dann knallt's aber. Ja, und es gab ja dann noch, genau, und es gab ja noch ein klärendes Gespräch, in dem Lisha ja dann auch angefangen hat zu weinen und gesagt hat, ey, ihr wisst nicht, was in meiner Kindheit los war. Ich habe Traumata erlitten. Ich wurde bisher von jedem verarscht. Und jetzt habe ich wieder das gleiche Gefühl, fängt dort an zu weinen, Caro nimmt sie wieder in den Arm. Also das war für mich, mir fehlen die Worte. Ja, mir auch. Und Caro gibt dann auch in diesem Gespräch nochmal das Versprechen, wir werden euch nicht nominieren morgen. Es wird nicht stattfinden. Zack, nächstes Spiel. Die Männer schweben oben, so wie so Superman-mäßig, und die Frauen mussten unten entscheiden, mein Mann weiß mehr. So. Was gibt's denn da mit dem Kopf zu schütteln? Nee, nichts. Mach weiter. Lisha sieht sofort rot, weil sie weiß, oh Lou, der weiß ja gar nichts. Mein Mann weiß nichts. So, wir werden das Spiel auf jeden Fall verlieren. Der Name ist Programm bei meinem Silly. Ja, ganz genau. Mein erster Aufreger, das war ja alles noch Automarken. Okay, von mir aus. Wie viele Konsonanten kann dein Mann benennen? Ich weiß gar nicht, ob Lisha gleich am Anfang gesagt hat, keine. Dann war es auf 4. 4 nur. Und die Pharaonin, Michaela, war komplett verwirrt, weil sie 4, okay, von mir aus. Ja, los, starte. Und er, der Pharao, hängt oben. Ich weiß es nicht. Sieh so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein! Um Gottes Willen. Also, um jetzt nochmal kurz das hier reinzubringen. Es wurde, glaube ich, von mehreren Leuten, auch von den Zuschauern zu Hause, mit Vokalen verwechselt. Vokale, ja. A, E, I, O, U, Konsonanten, B, alles andere halt. Einfach alles andere. Oh Mann, ja. Es war eine 50-50-Chance und er hat leider Gottes E gesagt. Blöd. Blöd. Es ging weiter. Es ging weiter mit Ozeanen. Aber warte kurz,
Lisha hat gesagt, naja, also ganz ehrlich, also Silly, das weißt du auf jeden Fall. Also sie ist rein, sagt Silly, Silly ja schon immer, Alter, ist ja nicht dein Ernst, mach das doch nicht, nein. Du okay, weißt, du sollst, ich weiß nichts. Du sollst einfach nur Mann. Vier Ozeane nennen, bitte. Waren es vier oder drei? Oder drei. Er war ja wirklich nah dran und dann sagt er eben Karibischer Ozean. Es sind ja alle ausgeflippt, auch der Pharao im Off-Interview. Karibischer Ozean, wie kann man denn so blöd sein? Leute, ich habe jetzt mal gegoogelt, was zu den sieben Weltmeeren eben dazu gehört. Indischer Ozean, Atlantischer Ozean etc. ist allen klar. Aber es ist vielleicht nicht der Karibische Ozean, aber das Karibische Meer zählt mit zu den sieben Weltmeeren. Also so ganz, ganz, aber ganz entfernbar. Nee. Gut, ja, das sehe ich so. Aber die Frage war fünf Ozeane und nicht sieben Weltmeere. Letzter Aufreger für mich im Spiel, Satzzeichen. Oh. 13 Satzzeichen, da kannst du eigentlich auf alle kommen. Alles. Und vielleicht hätte er es auch geschafft. Er musste sieben oder so nennen. Und dann sitzt Eva unten und schreit hoch. Womit endet denn ein Satz? Ja, tut mir leid, disqualifiziert Eva. Was? Was? Aber ich habe doch gar nicht. Ja, ich habe es auch gar nicht. Also Christian, ich habe es oben auch gar nicht gehört. Alter, es ging schon für mich damit los, dass Punkt nicht deine erste Antwort war. Ja. Und so wird sich Eva unten auch gefühlt haben. Die Pharaonen gewinnen das Spiel und sind damit im Halbfinale. Unverdienter war es, glaube ich, in keiner Staffel jemals. Wie für die Pharaonen in dieser Staffel. Ein Spiel gewonnen, jetzt das zweite gewonnen, alle anderen nur abgebrochen. Was zur Hölle habt ihr dort noch zu suchen? So, wir kommen wieder zurück ins Haus. Es gab erstmal geil von Lisha, ich möchte ihr Zucker ums Maul schmieren. Also der Caro natürlich will immer noch alles ganz, also sie hat sich ja immer noch nicht beruhigt, so, ne? Nee. Und Caro kauft es ihr komplett ab, ey, es tat mir schon fast leid, so. Ich fand es auch alles ziemlich dumm, aber ich dachte, Caro, wach auf! Ich wollte sie am liebsten packen und schütteln. Andreas hingegen sagt, du, ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Also ich glaube schon bitte, dass die hier eine Show machen. Und Caro sitzt daneben und guckt so, niemals. Nein. Das würde sie niemals tun. Ich dachte, ja, dann gab es noch für Diana eine kleine Energieaufladung, weil die ja so gestresst war von diesem ganzen Nominierungsding. Oh Gott, ich brauche eine Energieaufladung, ich brauche eine. Zack, fängt sie an zu weinen. Es ist von mir auch alles zu viel, es können wir alles durchgehen. Kommen wir also gleich zur Nominierung. Genau, es ging ja nicht, es standen nur Team Silly und Eva und Chris zur Nominierung parat. Ja. Ich weiß nicht. Und dann rutscht Lisha ernsthaft auch davor denen raus. Also ihr werdet heute nicht unsere erste Wahl gewesen, aber wir müssen euch da jetzt nehmen. Und Caro und Andreas so wie, Moment mal, sind wir gemeint? Wie dumm ist Lisha denn? Also entweder du musst es komplett durchziehen. Sie hat nur Glück, dass Caro noch dümmer ist. Und es ihr reicht, dass Lisha sagt, ich meinte nicht dich übrigens. Nee, ich weiß schon, alles klar. Gut, Chris fängt an und hat dann einfach nochmal ein paar Worte eben auch an Michaela und an den Martin. Und ich fand es phänomenal. Er hat die ja perfekt analysiert einfach. Auf den Punkt, auch natürlich, wenn er den immer vergisst am Satzende. Am Ende waren die Robins das Zünglein an der Waage. Und wie soll es anders sein? Sie haben sich natürlich gegen Eva und Chris entschieden. Also auf Wiedersehen. Und ich muss sagen, Chris macht sich noch sympathischer, weil er im Interview fast geweint hat. Und Eva war so, komm, das ist nicht schlimm. Und er so, nee, Mann, das ist gut, wir weinen nicht. Wir weinen nicht, weil wir sind Männer. Ja, und eine Frau. Und wir weinen nicht. Und dann so 5 Minuten später, ist schon hart. Och Mann, für Chris tat es mir leid. Mir tat es auch nicht leid, aber ich denke auch, es ist für die beiden perfekt, dass sie jetzt rausgeflogen sind, in einem guten Abgang, jetzt wo es auch nochmal richtig ekelhaft vorm Finale wird, sind sie einfach raus aus der Schusslinie und fertig ist. Aber Fakt ist auch, Chris ist so lieb für solche Formate. Ja, dann gab es nochmal Stress zwischen Andreas und Martin. Ehrlich gesagt, also habe ich das die ganze Zeit nicht mitbekommen. Also, dass sie sich nicht leiden können, aber vielleicht habe ich da nicht aufgepasst. Was gab es da für einen Auslöser?
Andreas kann den Martin einfach überhaupt gar nicht ernst nehmen. Er sagt auch, dass du quatschst hier immer, behandelst alle von oben herab, als ob du hier der Guru bist. Das Problem, was ich habe bei Andreas, ist, wenn er redet, hat er meistens auch noch Essen im Mund. Sein Mund ist halt auch riesig. Ja, und dann macht oh, ganz schlimm. Da wird es keine Freunde mehr geben. Jetzt aber nochmal die Frage an die Community und nicht spoilern in den Kommentaren. Wenn ihr es wisst, dann lasst es stecken. Alle anderen, wer wird gewinnen? Was denkt ihr? Weißt du es denn schon? Nee, ich habe alles weitergeklickt. Okay. Ich denke tatsächlich, Andreas und Caro werden es gewinnen, weil im Finale irgendeine Aufgabe wird Michaela eh wieder sagen, nee, kann ich nicht. Wird es nicht durchziehen. Und Lisha und Lou fehlt es halt einfach manchmal ja, an der Intelligenz. Das ist halt einfach so. Noch eine Info. Es war ja eine ziemliche Andreas und Caro gegen Lisha und Lou Folge. Lisha hat gesagt, wie ist der Dreck unter meinen Fußsohlen? Hat aber jetzt ein Statement veröffentlicht. Leute, das ist alles 4 Monate her. Wir haben uns danach getroffen, haben uns ausgesprochen und haben zusammen 2 oder 3 Wochen Urlaub gemacht auf Malle. Was? Es ist alles geil. Brauchen sich gar keine Sorgen machen, ihre Follower. Die sind ein Herz und eine Seele wieder. Nächste Woche ist Finale, Leute. Und das große Wiedersehen kommt dann auch noch. Und es werden nochmal alle Emotionen gezeigt. Alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Erinnerung. Gestern kam ein kleines Video zu Prince Charming Folge 1 mit Martin zusammen. Morgen kommt unser Video zu Ex on the Beach. Diese Woche gibt es Aufreger nach Aufreger. Also macht euch einen Tee vor jeder Folge. Hals habe ich. Ein Hals. Alles aber klar. Jetzt erstmal tschüssi. Wir sehen uns morgen. Ciao. Tschüss.